Herzlich willkommen zur 113. Folge Space Exploration mit Felix. Hallo. Geht's dir gut? Nee, ich hab immer noch dich am Arsch. Ich weiß auch nicht, wie ich dich loswerde. Du bist schlimmer als manche Parasiten so. Kann ich dir einfach so sagen, wie es ist? Ach so. Einfach gar nicht. Das ist natürlich tragisch. Oh, wo kriege ich denn jetzt hier Strom her? Wieso habe ich nicht eine große Stromliste? Strommast. Strommast, brauchen Strommast. Dankeschön. Strom. Jetzt brauchen wir da noch. Welcher Planet war das? Theoden, wenn du deinen meinst. Oh, schön Schwefelsäure hier reinbuttern. Jetzt fehlt nur eins. Schön Wasser. Und Wasser brauchen wir ja. Oder beziehungsweise habe ich ja gehört. Achso, ist die Ölleitung. Da sollte man kein Wasser anschließen. Oh. Da sollten wir auch noch was anschließen. Das war nämlich die Schildsäure. Yay, Schwefel! Ich meine natürlich Flüssiggasleitung. Jetzt haben wir Schwefel, aber noch keine Schwefelsäure, weil irgendwie fehlen noch Eisenplatten. Das ist natürlich auch sehr tragisch, ja. Aber theoretisch sollte jetzt doch um deutlich mehr Wasser verbraucht werden, ja? Und jetzt sollten die ja hoffentlich am Anfang wieder zu arbeiten. Oh ja, guck mal da, Alter, was da für ein Eisen jetzt rauskommt, das glaubst du ja gar nicht. Übrigens kurzfristig, mal ein bisschen. Na dann, dann ist ja gut. Schön, aber damit hat sich die ganze Geschichte schon wieder erledigt, weil es fertig. Na dann. Hier habe ich schon. Alter, manchmal bin ich echt über mich selbst begeistert. Cool. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du nichts dazu sagst.
wäre mir auch lieber gewesen. Jetzt muss ich ja was dazu sagen, dass du was dazu gesagt hast. Nee, nicht cool. Scheiße. Ab und zu. Ihr könnt das mal in die Luft sprengen. So, ihr bringt jetzt hier. Nein, ich mach jetzt meinen Stein hier weg. Jetzt. Da bloß nur, ich bin einfach nicht im Logistiksystem. Ich bin einfach nicht im Logistiksystem. Ich hoffe, das ist das, woanders liegt. Und nicht, dass ich jetzt hier keine Greifer mehr habe. So ist richtig. Man scheint euch trotzdem keine Greifen an. Macht jetzt keinen Scheiß. Doch, ich habe 1100 Stück. Wo sind die? Ich verbrauche. Was hast du für einen Stromverbrauch da oben auf deiner Hütte? Moment. Ich muss mal Strom was finden, der gebaut wurde. 15 Megawatt. 15 Megawatt? Ja, es ist ja auch noch nichts angeschlossen. Achso, okay. Das einzige, was aktuell hier Strom verbraucht, sind, glaube ich, Roboports und Radare. Okay. Viel interessantere Frage. Ach stimmt, ich habe so viele Miner auf Kohle. Ich war gerade kurz am überlegen, ob ich überhaupt 150 Miner draufstehen. Meine ganz blöde Frage. Für was brauchen wir alles Vulkanit? Verbrauchen wir von den Vulkanitblöcken wirklich Massen? Warte. Ich hätte ja gesagt, das hauptsächlich sind Prot4-Module, Forschungspakete, die vom Raketen, also die allerersten, die wir hatten aus dem Weltraum. Und dann ein, zwei kleine Gebäude, aber später kommen vielleicht noch mehr Sachen. Aber aktuell, eigentlich, wenn, kannst du sie fürs Ressourcenverarbeiten theoretisch gesehen auch nutzen. So, wenn das ist, worauf du raus bist. Ob ich nämlich die Vulkanitblöcke zum Strecken von Eisen- und Kupferplatten nutze. Wir haben eine Vulkanitverarbeitung noch bauen. Hm.
steht Tempo 12. Das heißt 12 Eisenplatten, 6 Eisenplatten pro Sekunde. 6 Eisenplatten pro Sekunde. 45 durch 6 macht 7,5. Natürlich keine langen Greifer haben wir, ne? Ich habe alles mitgenommen, aber keine langen Greifer haben wir. Strategisch natürlich etwas ungünstig, ja. Aber die sind ja recht kostengünstig eigentlich. Die solltest du ja, wenn du alles hast, so ziemlich haben. Problem ist, ich habe nichts. Aber du hast doch Erze von dem ganzen Zeug da oben, oder nicht? Ja. Aber um die Erze zu verarbeiten, brauche ich Greifarmen. Ja, außer du haust es erstmal selber rein, um die Greifarmen bauen zu können, so ungefähr. Ne? Nein! War klar, dass die Reaktion kommt. Ich glaube, es hackt Felix. Was soll denn das jetzt, ey? Jetzt falle ich doch noch in den Rücken, ne? Ja. Arschloch. Unglaublich hier, ey. Guck dir mal ganz kurz meine geile Eisenplattenanlage an. Und das ist jetzt schon volles Band dann, oder wie? Das ist ein volles Band, ja. Vulkan, die Blöcke sind halt stark, aber dafür brauchst du halt auch erstmal die Vulkanie-Blöcke, ne? In der Menge. Und den Strom, um die herzustellen. Ja, Strom habe ich mehr als genug. Das klang vorhin aber nicht so. Was? Ja, guck mal. Wenn du jetzt mal hier so guckst, ob du Strom hast. Strom. Doch, hier Strom. Alles voll mit Strom. Robel voll hier, ey. Und das in der Nacht. Immerhin mal, ne?
ist falsch. Ah, klaut mir nicht hier meine. Siehst du, die Woche hin. Dreißig Jahre später. Bei mir oder was? Ich warte darauf, dass meine Roboter mal das Zeug hier dahin gebracht haben, wo ich es hinhaben will. Dauert halt alles so ein bisschen, ne? Glaube ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht habe ich. Das ist aber toll, das freut mich für dich, dass du das hast.
Vielleicht ist es geschafft. Gleich hat er mal die Kiste Leathergreifer. Ja. Warum nicht? Ich frag mal. Jetzt weiß, was jetzt passiert. Jetzt reicht vielleicht die Vulkanitbrücke nicht. Würde mich nicht wundern, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon echt doch schon so ein bisschen stolz auf meine Anlage hier. Wenn dann das wirklich so knapp und hier vier volle Wände rauskommt. Na dann. Wäre das echt schmal. Muss dann jetzt nur dann noch ein paar Eisenplatten dann direkt abzwacken für hier drüben. Jetzt noch ein paar Fließbänder gebracht werden, dann bin ich echt begeistert. Das freut mich, dass du dann begeistert bist. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also normalerweise bin ich echt... Echt leicht zu begeistern. Nee, eigentlich nicht ganz so leicht zufriedenzustellen. Dann machen wir... Vielleicht sollte ich jetzt erstmal gucken, wie man Vulkanitblöcke herstellt. Dafür brauche ich gewaschenes Vulkanit. Dafür brauche ich gebrochenes Vulkanit. Nein, ich habe es genau gewusst. Und dafür brauche ich Vulkanit. Ich habe gewusst, dass es nicht so einfach wird. Was ist jetzt passiert? Warum? Was hast du jetzt gemacht, gesehen, was weiß ich? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe jetzt nicht Steuerung C gedrückt einfach. Und habe meine ganze Anlieferung gerade abgerissen wieder. Offensichtlich schon.
Fasern. Ja, dann braucht das wenigstens nach unten auf. Kann ich mir wenigstens wahrscheinlich mal. Ich bräuchte mal wieder Greifarmer. Nach Möglichkeit auch rote Greifarmer, das wäre super. Warte mal, wo gehen gerade unsere ganzen blauen Fließbänder hin? Auf normalen Planeten? In die eine Kiste bei meiner Rakete, weil ich die Sachen da rausgenommen habe, schätzungsweise, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Achso, du lässt hier oben gerade eine Rakete beladen? Ich habe die beladen gelassen und die Anforderung ist natürlich noch drin. Achso, also du bist schon fertig gewesen? Ich bin fertig gewesen, ja. Wieso kann ich jetzt noch nicht mehr auf? Jetzt habe ich nicht vergessen, nichts vergessen. Worüber habe ich mich die ganze Zeit beschwert? Was braucht mich? Ganz viel Zeug. Es hat nur wie viel Zeug. Ja, ganz viel habe ich da schon gesagt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es liebe? Ich habe hier mir gerade 500 Roboter gebaut. Schon wieder sind welche 1000 abgestürzt gefühlt. Ich hab hier einen herben Roboterverlust auf diesem Planeten, ey. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei mir noch ein bisschen dauern wird, bis ich hier fertig bin. Nicht nur bei dir. Und ich wundere mich gerade, warum wir absolut gar keine
Raketensteuern halten, ja. Weil die vermutlich gerade auch in meiner Kiste darüber geliefert werden. Aber was willst du mit Raketensteuern halten? Oder heißen die anders? Ach ne, die Dinger weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe was anderes gedacht. Ich habe die verwechselt auf gut Deutsch. Warum doch alle durchgehen hier oder nicht? Du brauchst nicht, warum? Haha, kein Glas! Das liegt vielleicht daran, dass wir hier oben einfach ja. Ich nenne es mal so, das Steinfeld ist nicht mehr vorhanden. Absehbar oder nicht? Mhm. Schon. Und wir laufen hoch und runter, yippie-yay. Der Steinzug, wo kommt denn der Steinzug?
drin, die Mann. Das ist eine. Kondensator-Turbine. Naja, die wird Strom dadurch erzeugen, dass da Flüssigkeiten kondensieren. Ja, geil. 99% des Dampfes wird als Wasser zurückgeliefert. Interessant. Ich weiß 100%, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber jetzt hätten wir was. Was wird er vergessen? Habe ich es bestellt gehabt, ne? Egal, ich bestimmt welche. So, die habe ich, das 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 habe ich. Ich würde es mal ganz grob sagen. Ich glaube, ich habe alles. Na dann, immerhin. Grundsätzliche Problem ist jetzt halt nur, an diesen Cargo Rocket Sections und es fehlt an dem Folgenende. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.